Und das erfahren Sie jetzt von unserem Grünwettersbach zu Gast bei Borussia Düsseldorf. Und das war vor allen Dingen für Grünwettersbach ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Wir wissen ja, Borussia Düsseldorf ist schon in den Playoffs drin. Das ist ganz klar, da gibt es nichts mehr dran zu rütteln. Der Tabellenführer ist fest mit dabei. Aber auf der anderen Seite, Grünwettersbach könnte zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Playoffs einziehen in der TDBL. Im Moment sieht es ganz gut aus. Sie stehen auf Rang 4. Stand jetzt wären sie also mit dabei, wenn es um die endgültige Titelentscheidung geht. Aber sie sind eben noch nicht durch. Es kann immer noch zum Tausch hier mit Neu-Ulm zum Beispiel kommen. Die sind auch noch im Rennen. Also Grünwettersbach braucht idealerweise einen Sieg, ausgerechnet hier beim Pokalsieger und Champions-League-Sieger. Danny Kosul, Ricardo Walter, das waren die beiden, die hier zum erst am Tisch standen. Auch hier natürlich interessante Partie, denn Ricardo Walter wird ja nächste Saison für Grünwettersbach spielen. Auf der anderen Seite beim ASV Dank You, der wird nach der Saison nach Düsseldorf wechseln. Auch den sehen wir später noch hier am Tisch. Super Vorhand hier von Danny Kosul. Ricardo Walter seinerseits mit extrem viel Gefühl. Schöner Punktgewinn hier mit diesem Stoppball. Ja, das war eine kämpferische Partie. 1:1 in Sätzen, 12:11 jetzt für Kosul, der sich den dritten Satz holen kann. Geht in Führung. Immer wieder solche schönen langen Ballwechsel. Ja, und dann, wir sehen es hier. Ricardo Walter. Schmerzerfülltes Gesicht. Gab eine kurze Unterbrechung, weil sich da Ricardo Walter verletzt hat, wehgetan hat. Er spielte dann aber weiter. Kosul, 11:10. Kann sich seinerseits sogar hier diesen Satz sichern und tatsächlich müssen wir in den fünften Durchgang. Also Ricardo Walter, tolle Sache hier, beißt auf die Zähne. Kann offensichtlich dann doch weiterspielen ohne größere Probleme, nachdem er sich da eben zuvor ein bisschen wehgetan hatte. Sowas ist natürlich schwierig, weil man oft auch im Kopf natürlich vielleicht unbewusst auch versucht, Bewegungen zu vermeiden, die da Schmerzen verursachen. Hier dieses Spiel geht letztlich im fünften an Danny Kosul. Und damit führen die Gäste vom ASV Grünwettersbach. Dann Anton Kellberg gegen Wang Shi. Ganz interessante Partie. Und da versucht sich der Schwede als Abwehrmann. Und das zahlt sich aus, weil Wang Shi hier den Topspin verzieht. Was für Ballwechsel hier. Das ist wirklich zum Zungeschnalzen. Zum einen, was Wang Shi zurückbringt. Auf der anderen Seite natürlich auch, wie Anton Kellberg immer wieder Druck macht. Und dann sucht am Ende Wang Shi seinerseits das Heil in der Offensive. Und es wird dann hier auch entsprechend belohnt. Super Vorhand hier von Kellberg. Aber Wang kann sich hier den ersten Durchgang holen. Auch im zweiten hier richtig spannend. Vorhandpeitsche von Wang Shi, aber Satzbälle für Anton Kellberg. 1:1 der Ausgleich. Man merkte auf jeden Fall zu jeder Zeit dieses Spiels, beide wollen hier ganz klar gewinnen und vor allen Dingen Grünwettersbach, die wüssten eben, was die Stunde geschlagen hat. Wenn es irgendwie geht, hier die Überraschung schaffen, vielleicht einen Sieg einfahren. Im Kampf um die Playoffs. Aber Anton Kellberg, der drehte richtig auf. Im vierten Satz dann 8:2 Führung. Das muss gegen Wang Shi nicht immer was heißen. Der kommt oft nochmal ran, hat auch einfach die Fähigkeit, taktisch nochmal ein paar Veränderungen vorzunehmen. Wir sehen es hier, 10:9 nur noch. Nachdem hier vorher Kellberg hochgeführt hat. Unglaublich. Tatsächlich.
kann Wang Shi selber sich einen Satzball erarbeiten. Und diesen Satz noch gewinnen. Wahnsinn, dass er hier tatsächlich nochmal zurück ins Spiel findet. Im fünften Satz dann wiederum Kelberg mit der Führung. Und da ist natürlich jetzt wichtig, er darf nicht das Denken anfangen. Aber er fing es an. 10-9 für Wang Shi plötzlich. Ja, Kelberg jetzt aber kann diesen Matchball für Wang Shi abwenden. Auf der anderen Seite Wang wiederum wendet den Matchball für Kelberg ab und dann der Schwede nochmal mit der Chance, das Match zu beenden. Und tatsächlich, da klappt es dann auch. 13-11. Ein echter Krimi mit dem besseren Ende für Anton Kelberg. So, der zweite Schwede im Bunde, der geht jetzt an den Tisch im roten Trikot. Christian Karlsson gegen den Dänen Tobias Rasmussen. Den kann man ja fast schon als Doppelspezialisten bezeichnen, kommt so oft. Oftmals auch zusammen mit Dank Yu zum Einsatz im Doppel bei Grünwettersbach. Ist auch einfach ein toller Spieler. Wir sehen das hier. Schöner Punktgewinn von Tobi Rasmussen. Aber der war natürlich auch nicht schlecht. Christian Karlsson mit einer tollen Reaktion und dann wieder Tobi Rasmussen mit so einer tollen Reaktion. Haben Sie vielleicht gerade gesehen, Karlsson da mit ein bisschen Grinsen im Gesicht, weil es da eben direkt die Retourkutsche gab. Aber letztlich Christian Karlsson dann doch der bessere Mann, bringt hier Düsseldorf wieder in Führung. Ja, und jetzt interessantes Spiel der beiden, ja, demnächst Teamkollegen. Ricardo Walter gegen Wang Shi. Das, was wirklich schwer ist, wenn man sich nicht gut bewegen kann. Da wieder den Wechsel in die Vorhand. Ja, und Wang mit der Möglichkeit und einem sehr guten Aufschlag zum 1-0. Der war schön gestoppt von Ricardo Walter. War so viel Seitschnitt drin, dass dann auch Wang Shi den Ball ordentlich daneben setzt. Ah, knapp. Tolles Match hier zwischen diesen beiden. Der natürlich auch wieder ganz viel Gefühl von Rick Walter. Trotzdem, Wang Shi jetzt 2-0 vorne. Sich dann den Vorsprung immer weiter ausbauen. Und dann lässt er hier den hohen liegen. Und ja, zack, steht es wieder 8-8. Also, wenn man nicht hier jede Millisekunde voll konzentriert bleibt, dann kann sich das ganz schnell wieder rechnen, was die Jungs hier in der TTBL spielen. Auf höchstem Niveau. Ricardo Walter bleibt weiter dabei. Kann den dritten Satz gewinnen. Kommt er jetzt nochmal ran und vielleicht auch in den fünften rein. Mal gespannt, ob er jetzt wieder in dieses Around-Spiel kommt. Oder sogar den taktischen Lob spielt. Ja. Ricardo Walter aus der Bedrängnis raus mit der Rückhand. Kann den Punkt machen. Aber am Ende, wir sehen es ja auch, er wirkte vielleicht doch einen Tick angeschlagen, lieferte trotzdem ein tolles Spiel gegen Wang Shi. Es musste das Doppel entscheiden, die Chance für ASV Grünwettersbach also da, hier vielleicht tatsächlich die Überraschung zu schaffen. Karlsson, Kelberg, die schwedische Kombination gegen Tobi Rasmussen und Danny Kosul. Wir sehen es hier, dieses Doppel ging deutlich nach Düsseldorf. Am Ende gewinnt hier die Borussia mit 3-2 gegen den ASV Grünwettersbach. Ein extrem spannendes und hochklassiges Spiel. Joachim,
2-3 Niederlage heute in Düsseldorf. Ihr ohne Dang, Düsseldorf ohne Boll. Spiel so gelaufen, wie ihr euch das gedacht habt, oder habt ihr euch dann am Ende doch etwas mehr ausgerechnet? Nee, wir waren unser Ziel erstmal war ohne Dang erstmal Punkte zu sammeln, also nicht als 0-3 als 0-3 Verlierer von der Platte zu gehen, sondern erstmal Spiel zu Spiel gehen und um möglichst ein oder zwei Punkte zu sammeln. Das war unser Ziel vor dem Spiel. Ja. Hm? Wie optimistisch bist du jetzt noch in Sachen Playoff-Runde? Ja, es kommt jetzt natürlich aufs letzte Spiel drauf an, gegen Mühlhausen. Die Liga ist ausgeglichen, sage ich vom ersten Spieltag ab. Da wird sich natürlich entscheiden gegen Mühlhausen, das Spiel. Das müssen wir gewinnen, ja, um in die Playoffs zu kommen. Ja, Danny, ihr habt euch ein bisschen gequält heute, oder? Ja, aber ich denke, dass Grün-Wettersbach ist eine gute Mannschaft. Und vor allem auch gegen Wangsi gewinnt man nicht so einfach. Ne? Muss man schon seine Leistung bringen. Und, aber ich bin glücklich mit 3-2. Ich wollte eigentlich die Aufstellung so versuchen, 3-0 zu gewinnen. Aber am Ende, wenn wir 3-2 gewinnen, bin ich auch zufrieden. Kannst du irgendwas sagen, was bei Rick war? Er hat eine längere Verletzungspause genommen und sah auch nachher nicht besonders gesund aus. Ja, er hatte irgendwie das Problem hier vor. Er sagte beim Flexus und er hat dann in der Pause ein bisschen gedehnt und ein bisschen wieder geatmet und dann ging es eigentlich wieder. Ich habe ihn dann gefragt vor dem letzten Spiel, geht oder geht nicht. Er sagt, okay, ich werde es versuchen. Hat auf seine Art und Weise das auch versucht, hat ja noch einen Satz rausgeholt und ja, ich hoffe für ihn, dass es nicht allzu schlimm ist, und ja, weil morgen reisen ja alle ab nach Katar.